Hallo Carmen. Hi Silvia und hallo an alle Besucher unseres Videos. Unser internes Video wird jetzt ganz offiziell. Deswegen begrüßen wir auch Sie. Und wir wollten nämlich über unsere nächsten Events sprechen, die dieses Jahr noch dran sind. Was ist denn als nächstes dran? Genau, im September ist unsere FED-Konferenz, auf der wir immer sehr gerne sind. Das ist diesmal in Bamberg. Waren wir auch schon mal vor Ort, schon öfter eigentlich auf der FED-Konferenz. Wir werden einen Vortrag halten und wir werden einen Infostand haben und wir hoffen auf sehr viele alte Gesichter und auch neue Besucher, um uns da vor Ort auszutauschen. Das ist ein ganz tolles Event im September in Bamberg. Das stimmt. Und neben dem schönen Event ist ja auch Bamberg gar nicht mal so hässlich. Nein, es ist sogar schön. Genau, also ein schönes touristisches Highlight auch noch. Und es geht auch an ein schönes Ziel im November nach München. Genau, das ist die Produktunica. Da freuen wir uns auch sehr. Wir hoffen sehr, dass sie stattfinden kann. Letztes Jahr ist ja die Elektronika ausgefallen, aber dieses Jahr starten wir ganz neu durch auf der Produktunica mit vielen Highlights. Wir werden auch einen Partner Day machen. Dazu werden wir aber noch genauere Details nach außen geben, wenn es soweit ist. Aber Produktunica, Riesenhighlight in diesem Jahr. Freuen wir uns sehr drauf. Absolut. Und da wir wirklich Fans sind, uns in echt zu sehen und nicht nur virtuell, gibt es auch noch im Dezember eine hybride Veranstaltung von dem COGD. Was machen wir da? Genau. Da wird unser Kollege Helmut Krauthurm einen Vortrag halten. Für alle diejenigen, die vielleicht die vorherigen Events verpasst haben, gibt es nochmal die Möglichkeit, dem Helmut Krauthurm zuzuhören, wenn er über Themen spricht, wie man aus der Allokation durch Automatisierung am besten wieder rauskommt. Auch eine ganz tolle Veranstaltung, auf der wir hoffentlich ganz viele ja, Kunden und Interessenten wiedersehen werden. Stimmt, die wird in Ulm sein. Und jetzt machen wir erstmal Pause. Das reicht. Also wir machen eine kurze Sommerpause, so im Bereich Social Media. Aber der Support bleibt da, ne? Der muss Ja, klar. weiterarbeiten. Genau, der ist immer erreichbar. Genau, der darf ein bisschen später Pause machen. Und wir wünschen auf jeden Fall allen erstmal einen schönen Sommer. Genau. Und wir freuen uns sehr, wenn wir uns dann nach dem Sommer live von dem VW wiedersehen. Genau, darauf freuen wir uns. Ihnen eine erholsame Zeit. Ihr Bice of Ja. Team. Bis bald. Ciao. Tschüss.